Atelier und freue mich auf eine neue Folge meines Atelier. Diese Folge ist eine Fortsetzungsfolge oder sozusagen eine Vertiefung zum Thema Dein eigener Stil. Und der Weg dorthin führt über deine Einzigartigkeit, über das Erschaffen aus dir heraus. Und da spielt die Authentizität eine große Rolle. Du bleibst bei dir, du hörst auf, dich mit anderen zu vergleichen und du hast einfach dein Kreativbuch als sozusagen Vorlagen- und Ideenbuch, als Visionsbuch für dein Ding, das du dann damit machst. Ja, und nun würde ich sagen, legen wir los und ich habe da einiges für dich vorbereitet in dieser Folge und nehme dich das ein bisschen mit. Schau mir gerne über die Schulter und ja, du kannst dich auch gerne bei mir melden, falls du Fragen hast dazu oder noch Anregungen brauchst. Und natürlich kannst du auch wie immer mitmalen oder gleich mitmachen. Auch das ist Teil meiner Idee mit diesen Videoblogs, dich natürlich auch gerade konkret zu machen, zu animieren und ja, einfach daher, weil dieses Videogucken etwas Passives ist. Und meine Faustregel ist es grundsätzlich 20% Kreativität konsumieren, plus minus, und 80% Kreativität leben und erstellen und kreieren einfach. Nur als kurze Zusammenfassung noch. Im ersten Teil habe ich ja mit dir geteilt, wie du mittels eigener Vorlagen in deine Einzigartigkeit findest. Und im zweiten Teil ging es dann eher um die Bildidee, also eine Idee zu entwickeln durch konkret diese lustige Technik mit den zwei verschiedenen Dingen, die du kombinierst. Und jetzt im dritten Teil geht es um die Umsetzung von gemalten kleinen Bildern. Und das ist es, wie ich arbeite, wie ich auch immer unterwegs bin und ich persönlich meinen Stil immer weiterentwickle. Also es ist nicht so, dass es ein Weg ist, der einmal gegangen wird, sondern das ist so eine Art zyklischer Prozess im Entstehen von Bildern, im Entstehen von Werken oder von Texten, was auch immer. Aber das funktioniert über diesen Zyklus. Dies ist jetzt also der dritte Teil zum Thema eigener Stil. Und in diesem dritten Teil soll es um die Originalität gehen und im Speziellen darum, dass deine Originalität auch etwas ist, das mit deinen Vorlieben zu tun hat. Und was genau, das werde ich dir gleich erklären. Weil Malen glücklich macht und ich das mit dir teilen möchte auch, habe ich auch hier wieder einen Teil eingefügt, bei dem wir zusammen malen werden. Heute male ich mit Gouache, weil ich finde, das ist ganz einfach auch auf kleine Fläche mit wenig Aufwand. Da arbeite ich ins Skizzenbuch hinein und ja, werde dir einfach so ein paar kleine Dinge zeigen, die ich da umgesetzt habe. Ja, und ich werde wie immer auch wieder etwas zum kreativen Mindset erzählen, denn die gelebte Kreativität ist das elementare Kernstück dessen, was ich weitergeben möchte in meinem Videoblog. Und natürlich ist das hier einfach ein Kratzen an der Oberfläche, wenn man so will.
Und wenn man da wirklich tief eintauchen will für sich und mehr über sich und seinen Weg erfahren möchte, kann man auch das Online-Programm Flowtime machen. Darüber habe ich schon mehr gesprochen. Und ja, da geht man einfach auch in die Tiefe mit diesem Prozess und da lernt man auch, wie man sich selbst sehr individuell auch in den Flow-Zustand versetzen kann, um so dann auch wiederum sehr authentisch und klar zu gestalten. Das ist eine sehr schöne Sache, die ich dir ans Herz lege, einmal zu prüfen, es dir einmal anzuschauen, falls dich das interessiert. Und dann, ja, wähle den Zeitpunkt auch dann, wenn es für dich stimmt. Aber es ist nie zu spät anzufangen. Und es ist es immer wert, zu beginnen, den ersten Schritt zu machen. Ja, weil es ist eine Sache, die für dich ist. Und das ist auch ein Aspekt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Ich habe das kürzlich auch gerade wieder in einer Studie gelesen, dass sich Zeit zu nehmen für sich, sich auch auszudrücken mit seinen Themen, dass das auch eine Auswirkung hat auf die psychische Gesundheit, auf die Stabilität natürlich des eigenen Wohlergehens, aber auch, dass es sogar körperliche Auswirkungen hat. Also diese Me-Time, und gerade wenn sie kreativ gelebt wird, ist etwas, das so extrem wertvoll ist. Und das betone ich auch immer wieder, dass das nicht nur darum geht, einfach besser zu werden, besser zu zeichnen, besser zu malen, aber dass das etwas ist, das die Praxis natürlich mit sich bringt. Dass es eben im Kern darum geht, sich selbst auch zu erkennen, weil man ja seinen eigenen Wesenskern ja ausdrückt mit der Kunst. Und das ist ein extrem spannender Weg. Deshalb eben auch diese Texte, die ich hier für dich einspreche, weil es mir so wichtig ist, dich direkt anzusprechen und auch dir mein kreatives Mindset mitzuteilen und dir zu zeigen, wie wichtig es ist und wie schön es auch ist, dich auseinanderzusetzen mit diesen vielfältigen Themen. Nun, als erstes möchte ich noch etwas Kurzes sagen zum Thema Originalität. Also Originalität ist so ein Wort, ich finde, das ist auch ein wenig abgelutscht. Auf jeden Fall ist es nicht unbedingt so im Gebrauch, wie der eigentliche Wortsinn es ausdrücken würde. Originalität trifft es eigentlich eben doch am besten. Ich habe kein anderes Wort gefunden, denn im eigentlichen Kern, du bist ein Original. Jeder Mensch ist ein Original. Deshalb ist auch jeder Mensch ein Künstler, denn jeder und jede, der oder die sich selbst zum Ausdruck bringt, ist ein Künstler. Und je authentischer das geschieht, desto interessanter ist die Kunst. Das ist jedenfalls meine Ansicht. Ich habe beim Schreiben meines Blogbeitrages zu dieser Folge so ein interessantes Bild erhalten. Und das möchte ich auch noch kurz mit dir teilen. Ah ja, das ist auch noch eine kleine Klammer auf und zu. Ich habe seit neuestem einen Newsletter, den du bestellen kannst. Du bekommst dann einen kleinen Blogbeitrag mit diesen Dingen, die ich so erzähle, zugeschnitten. Und das soll für dich einfach eine kleine Inspirationsspritze sein, die du so im Alltag immer wieder erhältst. Also so eine kleine Auffrischung auch, bevor du vielleicht dich hinsetzt und kreativ bist für dich, dass du vielleicht auch diesen einen oder anderen Blogbeitrag auch kurz durchliest und somit auch ja, für dich eigene Ideen oder Einfälle, Eingebungen ja, bekommen kannst und gut durchstarten kannst für dich. Diesen Newsletter kannst du auf der Webseite bestellen. Da habe ich das wirklich einfach aufgebaut, meine Seite, dass du wirklich gerade auf der ersten Seite hattest dort ein Abo-Formular und
Wenn du das nicht mehr willst, kannst du das auch easy wieder abbestellen. Das ist auch kein Problem. Aber falls dich das interessiert, schau mal nach auf der Webseite. Dort findest du auch viele andere Dinge, auch noch Freebies und ja, so Arbeitsblätter zum Creative Mindset und Downloaden, Vorlageseiten für dein Inspirationsboard, also deine Inspirationswand, so wie ich ja die Methode auch, die Flow-to-Bloom-Methode eben umsetze. Vielleicht hast du schon was davon gehört einmal. Das ist so eine Adaption des Vision Boards. Und zwar geht es darum, dass du eben dich gezielt aus dir selbst heraus inspirierst über deine Inspirationswand. Genau, und dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich habe mehrere Blogbeiträge, glaube ich sogar, sind es. Ja, du findest dazu sehr viel auf der Webseite jedenfalls. Zurück zu dem Bild, das ich gehabt habe beim Schreiben des Newsletters. Und das war so ein Bild, das, ja, eben wenn du immer nur bei anderen schaust, was die anderen machen und kreieren, dann wäre es so, als hättest du ein Fernglas. Und das würdest du durch dieses Fernglas sehen und gucken und gar nicht merken, dass die eigentliche Inspirationsquelle ja bei dir ist. Erst wenn du dieses Fernglas einmal aus der Hand legst, die Augen schließt und vielleicht auch so ein bisschen dich hineinblickst und deine eigene Fantasie aktivierst, wirst du merken, dass dieses Fernglas eine riesige Ablenkungsblase war, die dich eigentlich davon abgehalten hat, selbst loszulegen, weil es so viele Erwartungen auch aufbaut immer. Also denke vielleicht auch an dieses Bild, vielleicht kann dir das helfen. Leg das Fernglas auch mal aus der Hand, schließe die Augen, tauche in deine eigene Fantasiewelt ein und erschaffe daraus, das werden die besten Werke werden, das garantiere ich dir. Falls dich das auch noch interessiert, es gibt auch noch die Technik der Imaginationsreise. Die habe ich auch in dem Rahmen meiner Flow-to-Bloom-Methode entwickelt. Und da habe ich auch, ich denke, es sind zwei Imaginationsreisen eingesprochen. Die kann man als Audio hören über die Webseite. Und da kannst du einfach die Augen schließen und versuchen, dir das vorzustellen. Und ich leite dich da an auf eine Reise in deine Fantasie. Und das ist eine Visualisierungstechnik, die aber darauf abzielt oder ausgerichtet ist, dass du wirklich deine Fantasie wieder in Besitz nimmst. Und das ist es eigentlich, was ich sagen will mit dieser Folge. Alles, was du brauchst, liegt in dir. Und der eigene Stil, den du ja suchst, weil du ja auch dieses Video schaust, der ist stark geprägt von deinen eigenen Vorlieben. Und ich glaube, dass die Entsprechungen unserer Vorlieben, dass das deshalb so ist, weil es in Resonanz geht mit uns und mit unserer Essenz im Grunde dann am Ende auch. Und es gibt einen Grund, warum wir mit manchen Farbkombinationen oder Farbtönen resonieren und mit anderen nicht. Dass manche Bilder uns direkt ansprechen und ja, es etwas macht mit uns. Und diesen kleinen Hinweisschildern dann zu folgen, ist auch extrem spannend, wenn du dich mit anderen Künstlern oder anderen Bildern auseinandersetzt, eben ein Fernglas zur Hand nimmst, dann versuche deinen Fokus darauf zu richten, was resoniert mit dir und warum. Die Methode, die ich dir letztes Mal vorgestellt habe, mit der Kombination, also der Methode dieses divergenten Denkens oder Gestaltens, das ist ein Punkt, das ist ein Aspekt, auch den ich in der Flow-to-Bloom-Methode nutze. Also zuerst kommt ja auch das Inspirieren aus sich selbst heraus, wozu die eigenen Vorlagen gehören. Dann eben die Kombinationsfähigkeit, das divergente Denken schulen und nutzen. Und dann am Ende, das Dritte ist, die Zutat ist eben der kreative Flow. Und dieser kreative Flow hat sehr viel mit dir zu tun,
was dich so in diese kreative Stimmung bringt. Und da lohnt es sich auch, einmal genau hinzuschauen und dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn ja, wenn es um die Entfaltung des eigenen Talentes geht, dann ist es so, dass wenn wir den Flow-Zustand nutzen, sind wir augenblicklich so haben wir einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein und dort können wir dann schlussendlich Fähigkeiten abrufen und diese nutzen in unserem Erschaffensprozess. Es ist sozusagen unmöglich, im Flow zu kreieren und nicht inspiriert zu sein und nicht authentisch aus sich selbst heraus zu erschaffen. Das macht das Ganze so unglaublich spannend für uns auch. Und mit uns meine ich alle kreativen Menschen, alle, die etwas aus sich heraus kreieren möchten. Ja, wie gesagt, dazu, zu der Flow-to-Bloom-Methode gibt es relativ viel auf der Webseite, da kannst du gerne nachschauen. Ich verlinke das auch in den Shownotes, alles wie immer. Und ja, fühle ich da frei, da nachzuschauen. Das Letzte, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es wirklich auch so ist, dass die Zeit, die du dir nimmst, da bin ich wieder bei dieser Quality Time mit dir, dieser Me-Time, dass das auch etwas ist, das das Ganze in Schwung bringt. Weil wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, dich frei auszudrücken, dann ist es so, wie wenn du dein Talent schleifst. Also wenn du dir vorstellst, dein Talent ist so ein Brockenstein, so ein roher Stein, dann wirst du über deine Praxis, über das regelmäßige Kreativsein diesen Stein immer mehr schleifen, bis daraus so ein strahlendes Stück Gold wird. Und deine Werke werden das auch ausstrahlen und auch du wirst das als Mensch ausstrahlen. Das ist das Schöne an diesem Weg des Künstlers oder der Künstlerin und das ist etwas, was es sich lohnt, dafür loszugehen und es ist etwas, wofür es sich lohnt, auch für mich hier diese Videos zu machen für dich. Und ich hoffe wie immer, dass dich das inspiriert hier und dass du auch mitmalst, dass du oder etwas anderes dann gestaltest in dein Skizzenbuch oder wieder mal eben auch malst und loslegst und Farben mischt und versucht herauszufinden, was sind denn momentan deine Lieblingsfarben, dass du deine Vorlieben kennenlernst und dass du diesen Weg mit Freude und Leichtigkeit gehst. Und es ist mir eine Ehre, dich ein Stück auf diesem Weg zu begleiten hier mit diesen Videos. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und wünsche dir eine inspirierte Zeit.